Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Island Folge 25, bei dem ich die Notizen noch gar nicht aufgemacht habe. Höhefolge 25. Wir haben die Gottesstatue gefunden, die braucht. Ach, das ist einfach nur ein normales Erntegeschenk, das ist gar kein Segen. Aber ich glaube, wir sollen das trotzdem abgeben, ne? Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall ist das eine Stachelmakrele, ein Tintenfisch, ein Heilbutt und ein Stachelkopffisch. Warum das jetzt auf Englisch ist, keine Ahnung. Restliche Spiele sind noch auf Deutsch. Aber jetzt sind wir hier und jetzt muss ich nochmal ins Tagebuch gucken. Ist ja schon wieder fast 24 Stunden her. Naja, gut. Ja, 12 Stunden her, dass ich gespielt habe. Finde eine Gnadenmünze der Statue oder Kunde. Mhm. Finde heraus, was der Zimmerschlüssel öffnet. Gnadenmünze zu Hause, ja. Bring Papa eine Flunder. Stimmt, wir brauchen auch eine Flunder. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Götterstatuen, die wir abklappern müssen. Ach, nicht Götterstatuen, eine Menge Gnadenmünzen. Doch, Götterstatuen, passt schon. Eine Menge Götterstatuen, die wir mit Gnadenmünzen abklappern müssen. Das da hinten sieht doch mal aus wie eine Flunder, wenn ich mal eine gesehen habe. Mein Rucksack ist voll. Ach, Will. Du naives, naives Kind. Okay, Heilbutt, Makrele, Stachel, Kopffisch. Sehr gut, brauche ich alles. Bis auf die Makrele. Hier, guck mal, 70% Chance für ein Heilbutt in der Nacht und 30% für eine Stachelmakrele. Und ich glaube, ich brauche beides. Ja, ich brauche beides. Und mit den Krabben kann ich Tintenfische theoretisch angeln. Aber wir können auch einfach mal nach Hause gehen. Weil ich glaube nämlich, wir haben sogar... Was ist das denn? Ach, hier kann man Quallen und Tintenfische angeln. Ah. Weil ich glaube, wir haben schon einige dieser Fische. Das ist gerade extrem laut auf meinem Ohr. Wir haben hier eine Menge zu erkunden. Ich muss jetzt erstmal wieder hier gucken, wo ich wie am besten lang gehe. Kann ich die Briefe da eigentlich lesen? Nee. Ansonsten gar nichts. Zeitung lesen. Das habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich gestern gar nicht gefunden. Oder im letzten Video für mich gestern. 3. Mai 3045. Im Laufe eines Monats sind viele tausende Familien und Freunde nachts spurlos verschwunden. Es ist nicht bekannt, warum diese Entführungen durchgeführt wurden. Grandi Lurie hat eine Ansprache über diese Ereignisse gehalten. Es ist verständlicherweise unfair, von diesen tragischen Ereignissen zu hören. Die Leute, die nachts verschwinden, sollten sich frei auf den Straßen bewegen können, ohne ständig Angst vor einer Entführung haben zu müssen. Ich werde die Leute finden, die für diese Gräueltaten verantwortlich sind und den verschwundenen Familien die Gerechtigkeit bringen, die sie verdienen. Ich fühle mit all den trauernden Familien, die von diesen unglücklichen Vorfällen betroffen sind. Ich werde die Macht, die mir vom Volk verliehen wurde, nicht verschwenden und die Stadt von diesen unreinen Gestalten befreien, welche die unschuldigen, hart arbeitenden Menschen verletzen, die in der großartigen Stadt Florie leben. Ich diene den Menschen und ich höre sie an. Ich kümmere mich um eure Sicherheit. Aufgrund der tragischen Ereignisse des letzten Monats verstärkt Grandi Lurie auch weiterhin die militärische Präsenz auf den Straßen, um die gesetzeswidrigen Organisationen zu finden, die die Stadt nach wie vor terrorisiert. Ja, weiß ich nicht, ob das so alles ganz stimmt. Es ist einfach so interessant. So, wo sind wir? Aha. Aha. Und jetzt kann ich hier unten, aha, dran vorbei und dann kommen wir überall hin. So, ich möchte nach Hause. An Vater vorbei, denn ich habe immer noch Angst vor dem. Achso, unsere Tiere. Wir brauchen ja weiterhin viel Gnade, weil wir haben nur noch 1000 und wir brauchen halt eine Menge. Weil wir brauchen das ja alles, um immer wieder die ganzen Elektrogeräte anzuschalten. Falls wir noch welche finden. Wovon ich jetzt einfach mal ganz dreist ausgehen darf und muss. Wir könnten ja eigentlich auch mal... Achso, nee, wir haben nicht genug Geld, um jetzt auch noch Leder zu kaufen und dann... Ah, da gibt es ein paar Hasen. Ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen Leder und dann können wir die Truhe upgraden. Und wenn wir die Truhe upgraden, können wir wieder mehr Sachen lagern. Aber eigentlich haben wir genug Platz in den Truhen. Ich habe ja auch über 60 Slots im Inventar. Ich habe halt nur alles dabei. Ich habe alles dabei in der Hoffnung, dass ich alles mal irgendwie brauche.
Ja, Hühner sind mir egal. An der Götterstatue haben wir schon das Geschenk abgegeben. Mist. Na gut. Dann nicht. Okay. Mitnehmen. Wir brauchen Stachelmakrele, Tintenfisch, Heilbutt, Stachelkopffisch. Stachelkopffisch habe ich, glaube ich, schon dabei. Ja. Ich glaube aber, den Rest haben wir nicht. Ich glaube, die Makrelen und die Garnelen können wir mal mitnehmen, Verzeihung. Lager das mal ein. Die Äpfel brauchen wir nicht, die Pilze brauchen wir nicht. Kastanien. Himbeeren brauchen wir nicht. Ja, reicht das mal. So, ist hier Garnelen, genau. Okay. Wir haben auch noch das Erntegeschenk draußen, das darf ich nicht vergessen. Sandfloh, Forellenbarsch, Scheidenmuschel, bla 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 bla. Nee. Okay, dann. Düsi Düsi. Achso, wir müssen ja auch das eine Gerät noch ausprobieren bei Vater unter dem Keller. Tintenfisch. Yo. Nehmen wir mit. Grillen können wir mitnehmen. Leider war es das schon an interessante Sachen. Katzenfisch brauchen wir nicht. Wir brauchen nur einen Stachelmakrele und ein Heilbutt. Die kriegen wir, glaube ich, beide am Meer unten, wo wir jetzt was wir jetzt gefunden haben. Aber wenn der Vater gerade eh noch draußen ist, dann können wir ja mal ganz kurz. Nur mal gucken. Es ist nichts passiert. Es ist nur ein Geräusch rausgekommen. Okay, sonst kommt hier nichts. Na gut, ich dachte, vielleicht kann man das ja nochmal irgendwie anders benutzen. Weil die hatten sie ja extra angesprochen. Ich glaube, wir haben sogar 2 Gnademünzen gerade. 3 sogar. Okay. Machen wir noch, machen wir noch. Aber wenn ich jetzt alles gleichzeitig anfange, dann weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Dann komme ich wieder nicht ganz klar mit meinem Leben. Wir bräuchten eigentlich Nacht, glaube ich. Hallo, Doktor. Was suchst du? Suchst du dein Nest? Ach, du suchst dein Nest. Ja, das ist natürlich doof. Muss ich dem Kader erstmal sein Nest holen, ne? So, kurze Unterbrechung später. Jetzt sind wir wieder da. Stachelmakrele haben wir noch nicht, ne? Nicht wahr? Na, wir haben jetzt so den Tintenfisch und den Stachelkopffisch. Das heißt, wir dürfen jetzt beten, dass wir einen kriegen. Es beißt nichts an, ne? Das ist ja klar. Und hier, Tintenfisch, habe ich schon. Stachelmakrele. Sehr gut. Ich brauche eine Angel so Eisen. Ja. Ja, gut, dann machen wir das. Machen wir uns erstmal eine Angel aus Eisen. Aus neisem Eisen. Ich hoffe, ich habe alles dafür. Ich schätze aber mal schon. Wo ist sie denn? Angel aus Eisenschnüre und 8 Eisenbarren. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ich hab 15 Stück Brolle. Kostet ja nix. Kostet da nix, ja? Eisenerz habe ich dabei? Fragezeichen. Ich habe so viele Sachen im Inventar. Hier, 53 Eisenerz. Machen wir uns mal dabei Eisenbarren. Und da lagere ich gleich mal noch irgendeinen Scheiß ein. Ich mache keine 1000 Miesbusche die ganze Zeit dabei. Falscher. Hi, Vater! Mensch! Hallo! Schön zu sehen, dass du noch am Leben bist, Vater. Nun! Angel aus Eisen. Hätte man schon viel früher machen sollen. Items ablegen. Wir brauchen keine Miesmuscheln. Wir brauchen keine Bretter. Keine Steine. Keine Steine. Keine Seile. Keine Baumwolle die ganze Zeit. Wir brauchen keine Holzscheite die ganze Zeit. Keine Zweige. Keine langen Stöcker. Wir brauchen kein Eisenerz. Wir brauchen kein. Hm.
schon ganz praktisch, das meiste Zeug dabei zu haben. Aber wir brauchen keine Zwiebeln die ganze Zeit, kein Knoblauch, kein Radieschen, kein Blumenkohl, kein Weizen, kein Mais, keine grüne Paprika, keine Gurken, keine Erdbeeren, keine Kirschen, keine Birnen, keine Kartoffeln, keinen Mist. So. Fast halbes Inventar leer. Okay, dann können wir jetzt aber bestimmt. Jetzt aber for real, nicht wahr? Da mal rübergehen und dann mal die Stachelmakrele fangen, die wir brauchen. Möchte ich ja wohl hoffen. Möglicherweise. Vielleicht. Flunder brauchen wir auch noch. Stachelmakrele. Es beißt nichts an. Bruh, come on. Es kann doch nicht sein! Finally. Ah, da ist er. Gut, haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch einen Heilbutt und eine Flunder. Was brauche ich denn für den Heilbutt? Nichts gibt's hier nicht. Zumindest nicht an dem Spot. Dann beten wir mal für Nacht. Da kann gar nichts passieren. Oh Gott, ist so dunkel. Okay, wollte schon sagen. Nichts passieren kann da gar nicht. Ah. Heilbutt, 60%. Ich habe noch eine Garnele. 70% für die Scheibenmuschel. Okay. Gut, haben wir. Nice. Gibt's hier auch Flundern? Ich würde mich flundern, wenn es hier keine gäbe. Ne, hier nicht. Auch nicht. Ja gut, natürlich kann es hier keine Flundern geben, weil wenn Vater uns hierher schickt, wenn Vater uns schickt, um Flundern zu holen und wir bringen dann Flundern mit und die wären nur hier, wo wir nicht hin dürfen, dann hätte er uns ja sofort durchschaut. Ne? Wir sind ja nicht blöd. Gut, dass es die hier nicht gibt. Okay. Okay, das war jetzt nicht so aufschlussreich, wie ich gehofft hatte. Na gut. Okay. Gehen wir da rein. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier falsch. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich bin lost gerade. Was ist das alles? War ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Das muss schon eine lange Zeit hier sein. Er ist tot. Es sind nur noch Knochen übrig. Ist schon okay. Sieh ihn nicht an. Er wird dir nichts tun. Wie konnte ich das hier nicht sehen? Das ist ein tiefes Loch, ich kann dort unten nichts erkennen. Wo bin ich? Ach, hier bin ich! Ach jo. Schau an, okay. Ja. Mist. Mist. Was ist denn, wenn ich hier durchgehe? Ach ja, Blut, genau, stimmt. Jupp, da gehen wir nicht lang. Hier ist der Boom, den können wir mal mit weghauen. Links ist... Ja, wir gehen links lang. Mir Gänger links lung. Denn hier ist ja auch noch eine Luke, da waren wir zwar schon drin. Aber ich glaube, die Luke hier ist die Luke, die mich zu dem... zu der verschlossenen Tür führt. Ich bin nicht, wo ich dachte, wo ich wäre. Ups. Falsches Waldabteil. Sorry, mein Fehler. Da muss ich gar nicht lang. Da will ich gar nicht sein. Haha. Aber jetzt ist Vater wahrscheinlich im Bett, ne? Hm. Nee. Bevor wir jetzt irgendwie Quatsch machen,
Ich probiere jetzt irgendwas Verrücktes probieren. Tierchen schlafen. Ehrlich gesagt, wenn die Tierchen schlafen, kann ich ja mal ganz kurz hier durchflöten. Und unsere Müdigkeit auffüllen zumindest. Ehrlich gesagt, auch die Gnade hier zu sammeln ist schon wieder sehr smart. Ham, 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 ham. Hm. Wo gehen wir als nächstes lang? Gehen wir als nächstes lang? Gibt sehr viele Optionen. Ist schon wieder ein bisschen ein Problem, um ehrlich zu sein. Ha. Ich glaube, wir gehen trotzdem zuerst zu dem... zu der linken Luke, weil wir ja den Zimmerschlüssel bekommen haben und den würde ich direkt benutzen wollen, bevor ich noch vergesse, dass ich den habe. Auch wenn ich heute wahrscheinlich irgendwie 6 Folgen oder 7 oder so aufnehme. Je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Gut, an der Lust soll es mal nicht mangeln, aber Zeit vor der Arbeit ist immer limitiert. Aber jetzt ist erstmal Zeit, hier die ganzen Tierchen anzugrabbeln und mit denen zu singen, mitten in der Nacht. Ich finde das übrigens sehr süß, dass sie denen was vorsingen und dann schlafen die Tierchen besser. Finde ich extrem süß. Das ganze Spiel ist irgendwie extrem süß, wenn es nicht so absolut gruselig wäre. Ich finde das nämlich eigentlich ganz süß, wie sich Will um seine kleine Schwester kümmert. Die vielleicht ein Klon ist, genauso wie er. Oder zumindest, weiß ich nicht, ein Roboter oder, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnte alles sein, sag mal. Ich hätte einfach schnell reisen sollen, dann hätte ich die Luke wenigstens gefunden. Wo ist denn die Luke? Die Lucky Luke. Das ist Grief vorher, ne? Ja. Map ist groß, hier muss ich hin. Da muss ich rein, glaube ich. Öffnen. Falls das die richtige Luke ist. Jetzt hier rüber, ne? Nee. Nee, das ist ja schon wieder Quatsch. Ich bin die falsche Luke. Ich hätte, glaube ich, zum Weizen gemusst, ja. Gibt's hier Flundern? Katzenfisch? Nee. Nirgendwo gibt es Flundern, Alter. Ich meine, gut, wenn wir jetzt schon hier sind, können wir ja auch mal ganz kurz gucken, ob da oben Flundern existieren, da oben am oberen Meer. Was hier? Oh, das gleiche. Ich glaube, das geht... Ich habe noch nicht genau verstanden, woher ich weiß, welches Tier wo ist. Welcher Fisch wo ist. Mit der Flunder kann ich gar nichts machen. Aber mit der Flunder. Mit dem Fisch kann ich gar nichts machen. Quietsch, quietsch? Hm. Hier gibt es doch auch bestimmt ein paar Fische. Ein paar richtige Fische. Gibt es hier nur Makrelen und Garnelen? Hm. Das bin ich jetzt aber nicht so knorke. Warum ist der Baum abgebrochen? Damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Mann! Ja, ich finde das Spiel eigentlich ganz cute. Übelster Jumpscare. Hatte einen Kumpel, der hat genauso gelacht wie der Fuchs gerade. Ja. Lustiger Typ. Ich bin so lost! Ich bin so Regalia lost! Okay. Jetzt werden die Panzer aber auch nicht besser. Gut, also wir gehen zur Statue. Schnellreisen hier raus. Und gehen dann in die Luke beim Weizen. Die Luke beim Weizen müsste mich eigentlich zu der Tür führen, die verschlossen ist. Damit ich da rein kann und dann die Tür aufsperren kann. Das müsste eigentlich funktionieren. So zumindest meine Gedanken. Ich habe
immer noch nicht das Richtige aufgemacht. Okay. Das ist aber doof. Das ist doof. Nun. Jetzt ist wenigstens Tag. Wenn ich jetzt da drüben rauskomme, ist wieder Nacht. Pass auf. Tada! Wer hat die eine Map, wenn man da rauskommt, vergessen, auf die jeweilige Zeit zu stellen? Hat da die Variable nicht eingebaut? Hoppla. Naja. Aber wir sagen jetzt nicht weiter, ne? Psch. Also die Entwickler dürfen das natürlich sagen, aber... Ne? Sonst niemandem. So. Auf nach Norden. Denn Weizen fängt ja bekanntlich mit N an. Auf zum Neizen. Denn das liegt im Norden. Lass mich durch, Stöcker und Steiner. I did it. Ich hoffe, das ist die richtige Tür. Das ist auch nicht richtig. Welche Luke war das? Ich suche die Luke. Ich bin mir nicht mal sicher, dieses Mal habe ich es geschafft. Ich glaube nämlich, ich muss hier hin. Ich musste gar nicht in die Luke hin, ich musste in die Höhle rein. Und dann hinter der Gnaden-Götterstatue durch. So, und hier war die Tür. Oh mein Gott, jetzt geht sie auf. Das Auge der Wahrheit lesen. Oh oh. Götter existieren. Viele glauben nicht an höhere Wesen, aber die Welt und unsere Götter sind mehr miteinander verbunden, als man glauben könnte. Jeder wird sterblich geboren. Wenn jemand sterben will, kann er das tun, aber wenn die Götter eine Person gesegnet haben, dann wird diese Person eine Rolle im großen Plan der Götter spielen. Wenn jemand gesegnet wurde, erhält diese Person Fähigkeiten, welche die von anderen Menschen übersteigen. Wenn ein Gott dich auserwählt, kannst du deinem Schicksal nicht entfliehen. Selbst wenn dein Leben mit Absicht genommen wurde, greifen die Götter ein und ein Wunder geschieht, das dich am Leben lässt. Dein Schicksal muss erst erfüllt werden, bevor du sterben kannst. All das ist Teil des großen Plans, den die Götter haben. Wer den Götterstatuen Geschenke bringt, findet heraus, ob er gesegnet wurde oder bloß ein einfacher Mensch ist. Diejenigen, die gesegnet wurden, werden mit der Gnade der Götter beschenkt und ihr Schicksal wird in ihr Leben graviert. Oh Gott. Unser Vater ist ein fanatischer Kultanhänger. Niemand erfährt sein Schicksal. Es ist unbekannt und wird erst zum Zeitpunkt des Todes offenbart. Oh nein! Wenn man gesegnet wurde, können sich physische Objekte und die Umgebung um einen herum verändern. Manchmal kann Luft solide werden oder Dinge können sich ohne vorhandene Energiequelle anschalten. Dieses Phänomen ist eine Art Schutz der Götter. Es erlaubt einem, über die Fähigkeiten des normalen Menschen hinauszugehen und sogar die Realität zu durchbrechen. Es beschützt einen vor dem Tod. Dieses göttergleiche Phänomen kann nicht wissenschaftlich erklärt werden, deshalb nennen wir diese Organisation das Auge der Wahrheit. Es ist ein Glaube, der blind dem großen Plan der Götter folgt. Oh no. Ein Schicksal kann banal oder gewaltig sein. Nicht alle Schicksale sind gleich. Mein Schicksal war es, ein Buch zu schreiben, um jemanden 170 Jahre in der Zukunft zu informieren. Erste Auflage, erste Ausgabe. Autor, der erste gesegnete Mann. Veröffentlichungsdatum, 3. Mai 3041. Also sind wir jetzt diese 170 Jahre oder so in der Zukunft? Sieh dir das Datum an, es wurde vor 175 Jahren geschrieben. Das war vor langer Zeit. Was ist mit den Leuten hier passiert? Keine Ahnung, vielleicht will uns dieses Buch etwas sagen. Ich weiß nicht, das klingt alles so verrückt. Hinter uns ist übrigens eine Lichtwand erschienen, da kommen wir nicht mehr durch. Lass uns zur Lichtwand gehen, ich denke, ich verstehe die Götter jetzt besser. Ja, okay. Mir gefällt das nicht. Was hast du vor? Ich glaube, dieses Licht ist Gnade. Wirklich? Woher weißt du das? Es stand im Buch. Wir sind frei. Ich weiß, wo wir als nächstes hingehen. Wir überqueren den Ozean, oder? Yep. Schweres Stück. Okay, dann wissen wir ja tatsächlich, wo wir lang müssen. Das ist aber schön.
Uns ist gerade eine Menge Map aufgegangen. Oh, Baby, wir können ja jetzt überall lang. Wir können jetzt überall lang. Oh mein Gott, das Spiel ist offen. Wir können machen, was wir wollen. Und wir sind auserwählt von den Göttern. Das heißt, Vater kann uns nichts... Na gut, Vater kann uns de facto schon was tun, aber... Er kann uns halt nicht permanent aus dem Leben nehmen. Was irgendwo gut und irgendwo schlecht ist. Weil das heißt, er könnte uns immer wieder und immer wieder und immer wieder wehtun. Die Aktienkurse sind... Achso, 27. Juli 3046. Die Aktienkurse sind innerhalb weniger Tage flächendeckend um 90% gefallen. Investoren um 90% gefallen. Scheiße. Investoren haben ihre Anlagen zurückgezogen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Es verschwinden weiterhin Menschen aus ihren Häusern. Die Straßen leeren sich zusehends und manchmal werden Soldatenuniformen zerfetzt auf den Straßen gefunden. Oh mein Gott. Grandi-Lurie hat seine Reservisten zur inneren Mauer gerufen, da die plötzliche Änderung der Richtlinien Panik unter den Leuten ausgelöst hat. Der König war für einen Kommentar nicht zu erreichen. Nachts verschwinden immer mehr Familien. Eine wirtschaftliche Depression sucht die Stadt heim. Die Warenpreise sind für Familien und der Mittelschicht nicht mehr bezahlbar, wenn sie denn überhaupt noch Waren finden können. Die Lieferketten innerhalb der Mauern laufen nur noch in einem extremen Schneckentempo. Die Zeitung diese Woche enthält die Nachrichten des letzten Monats. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor die Stadt vollständig verwaist ist. Okay. Na, das ist ja mal keine große Depression, das ist einfach... das ist einfach das Aus der Stadt. Vielleicht der Welt. Ich meine, wenn die Aktienkurse um 90% fallen, dann ist das ja nicht nur eine lokale Situation. Das ist ja dann, muss ja dann, ich meine, im Jahr 3045 muss ja Weltwirtschaft sein, oder nicht? Ist ja jetzt Welt, ich meine, ne? Okay. Das ist eine große Luke, oder? Wir machen alles an Lichtern, was wir haben. Umso mehr Licht wir haben, desto weniger kann ich gejumpscared werden. Wie zum Beispiel jetzt. Nee? Was ist das? Ist das ein Häuschen? Ach, das ist ein Aufzug. Okay, das habe ich nicht erkannt. Das ist zu dunkel. Kann ich hier weiter? Ich kann hier weiter. Oh. Das ist ein Stahlträger oder sowas. Wir gehen erstmal hier lang. Bevor wir den Fahrstuhl nehmen. Ich werde gleich gejumpscared. Ich spür's. Ja, da ist es. Ich wusste es. Metallträger, tatsächlich. Hier unten kann ich nicht nach rechts raus. Und hier kann ich auch nicht nach rechts raus. Aber wir haben den Stahlträger bekommen. Das ist vermutlich gut, auch wenn ich nicht genau weiß, wo ich den brauchen würde. Da ist eine Spitzhacke. Spitzhackert. Hm. Okay, dann Fahrstuhl nach oben oder nach unten. Es passiert nichts. Ja. Wieso passiert hier nichts? Warum benutzt ihr keine Gnade? Gibt's? Oh, dieses Atmen, ey. I do not like it. I do not like this. Kann ich das nochmal aktivieren? Nee. Vielleicht ist er deswegen nicht beleuchtet. Vielleicht ist er nur Dekoration, um zu zeigen, dass nicht alles noch funktioniert. Und dass wir nicht alles zum Laufen kriegen können. Okay, wir haben auf jeden Fall den Metallträger. Also ich schätze, wir haben hier, was wir wollten. Sollten. Holen sollten. Vielleicht gleich nochmal Jumpscare, wenn ich rausgehe. Nein, werde ich nicht. Ist ja verrückt. Das nehmen wir schon alles mit. Man weiß ja auch nie, wann man es braucht, ne? Okay,
Ich gehe jetzt hier raus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Ciao!